Willkommen zurück zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Heute Abend ist es wieder soweit, die Horde kommt und von daher muss ich noch diverse Vorkehrungen treffen, damit es hier nicht ein Desaster gibt. Und ja, wir gehen als allererstes mal zurück in die Basis, denn ich muss hier noch ganz geschwind was futtern, sehe ich gerade. Nur noch 1% verbleibend. Von daher sollte ich da gleich mal nachlegen. So, was haben wir denn Schönes eigentlich im Angebot? Das ist jetzt die große Frage mal wieder. Katzenfutter. Nehmen wir doch das gleich mal. Beziehungsweise ich könnte eigentlich gleich mal wieder ein bisschen Wildbret kochen. Da habe ich sowieso keins mehr. Dann machen wir das doch gleich mal. 20 Stück. Gut, Goldrutentee könnt ihr auch vertragen, aber da warten wir jetzt noch ganz kurz, bis die Steaks hier fertig sind. Schön, wie schaut es denn hier aus? Okay, das können wir gleich mal mitnehmen. Und hier schaut es eigentlich auch soweit ganz gut aus. Dann machen wir es mal so. Okay, schön. So, weg mit dem ganzen Zeugs, was wir aktuell nicht brauchen. Geschmiede der Stahl, okay, das können wir scrapen. Passt. Und das nehmen wir gleich mal wieder mit. Gut, okay. Hier unten müssen wir eigentlich zwischenzeitlich nicht weitermachen. Wie schaut es denn eigentlich mit meiner Shotgun-Munition aus? Habe ich da noch recht viel? 27 Schuss ist nicht unbedingt gerade viel. Schießpulver müsste ich mir mal wieder herstellen. Sofern ich da noch irgendwas rumliegen habe. Ne, hier nicht. Hier vielleicht. Da haben wir schon mal Nitratpulver und da haben wir noch Kohle. Gut. Genau das sind die Dinge, die ich da brauche. Um ein bisschen Schießpulver herzustellen. Gut. Schön. So, das können wir gleich mal futtern. Zack, nochmal gegrilltes Wildbret. Und noch eins. Perfekt. Goldrutentee, um das Ganze runterzuspülen, gibt es jetzt noch. Ah, einer hat noch Platz. Gut, okay. Sodala. Dann können wir das schon mal weglegen. Wo haben wir es denn? Glaskrüge. Und das alles brauche ich eigentlich auch aktuell nicht. Holz schon. Das nicht. Das auch nicht. Die Holzleiter weg damit. Gut, okay. Perfekt. Das dauert wie lange? Okay, da können wir eigentlich kurz warten. Weil dann kann ich zumindest gleich wieder entsprechend Shotgun-Munition herstellen. Halt falsch. Hier wollte ich rein. Okay, nur noch ein paar Sekündchen. Und dann können wir auch hier wieder den Chemietisch zwischenzeitlich deaktivieren. 10 Sekunden noch. Okay, 5 noch. Gut, gleich haben wir's. Sodele, schön. Ausschalten. Brauchen wir das nicht mehr. Und dann können wir hier gleich mal Patronen herstellen. Warum kann ich das nicht? Doch, da haben wir sie. 31 Schuss sind es leider nur. Nun gut. Besser als nichts auf alle Fälle. Gut, okay. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch ganz geschwind oben weiter. Ich könnte mir aber gleich mal Spitzen mitnehmen. Denn die möchte ich heute auch noch gleich platzieren. Da ich jetzt nicht mehr ins untere Geschoss muss, beziehungsweise ins untere, ja, in den unteren Bereich meiner Basis, können wir da eigentlich gleich alles mit Spitzen voll machen. Das einzige Problem ist, ich muss mir da noch irgendwo einen Ausgang überlegen.
damit wir auch hier immer schön alles looten können. Aber gut, machen wir erstmal das hier. Zack, zack, zack. Und die brauche ich natürlich auch nicht mehr, die Leiter. Weg damit. So, schön. Zack, zack, zack. Das kann auch noch weg. Oder mach mal hier vorne am besten gleich mal. Hui. Da muss ich noch was berichtigen, sehe ich gerade. Okay, geht sogar. So, vielleicht sollte ich die sogar ein bisschen weiter aufwerten. Ja, ich glaube, das macht durchaus Sinn. Okay, kein Eisen mehr. Nun gut, wir haben ja Holz. Das dürfte eigentlich auch reichen für den Anfang. Und hier muss ich auch die ganzen Spitzen noch reparieren, sehe ich gerade. Die sind auch schwer beschädigt. Machen wir mal das Licht aus, das blendet fast ein bisschen, finde ich. Und hier hinten ist es gleich wieder zu dunkel. Nun gut, ist ja auch wurscht. Man kann erkennen, was es sein soll. Okay, hier hinten ist alles soweit repariert. Ich sollte vielleicht da hinten auch mal Fackel hinstellen, weil hier vorne geht es eigentlich mit dem Licht ganz gut. Zack, zack. Schön. So, die sind noch beschädigt. Und die sind auch noch beschädigt. Zack, 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 zack. Gut. Oderle. Jetzt platzieren wir aber als allererstes mal die Betonsäulen, besser gesagt die Betonschrägen, damit die auch noch aushärten können. Zwischenzeitlich. So, wo sind wir denn stehen geblieben? Hier sind wir stehen geblieben. Ah, ich glaube, das waren fast ein bisschen arg viele, die ich hier produziert habe, oder? Beziehungsweise, nee, halt. Hier muss ich sie ja auch noch entsprechend einfügen. Okay, das heißt, wir brauchen noch 4 Blöcke. So, oder Schräge, 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 Schräge. Wo haben wir sie denn? Säule. Da haben wir sie. 4 Stück. Gut. Und wir können zwischenzeitlich die Schrägspitzen hier platzieren. Gut, hier muss ich dann sowieso noch die Blöcke entsprechend hinstellen. Machen wir hier gleich mal weiter. Damit wir zumindest den oberen Bereich dann mal abschließen können. So, zack, zack, zack. Sehr schön. Gut. Okay. So, haben wir noch die Schrägen hier. Die können natürlich so hin. Zack, zack, zack. Gut, perfekt. Und hier ist mittlerweile der Beton auch schon getrocknet. Einwandfrei. Dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch diese schrägen Blöcke wieder für die Ecken. Und zwar waren das... Das müsste einmal die Ecke gewesen sein. Die brauchen wir jetzt noch dreimal und die brauchen wir auch noch dreimal. Dann können wir nämlich hier auch gleich die Ecken entsprechend füllen. Beziehungsweise halt, die brauche ich sogar... 6-mal, weil wir sie natürlich oben auch noch benötigen, auf dieser Ebene. Gut. So, kommt es noch hier hin. Und
Hier kommt es natürlich auch noch hin. Beziehungsweise halt, nee, stimmt ja gar nicht. Hier muss ich es hin platzieren. Da habe ich eine Schräge vergessen, deswegen. Stimmt das aber dann schon mit den Blöcken? Mal kurz gucken, nicht dass ich hier falsch baue. Nee, das stimmt schon. Das ist das Eck, das heißt, hier gehört der Block hin. Okay, das heißt, das brauchen wir nochmal und das brauchen wir nochmal. So, zweiter Versuch. Schön. Schaut doch schon besser aus. Und die Teile hier. Eieieiei. So, auf ein neues. Gut. Solele. Fehlt eigentlich nur noch dieses Eck hier. Gut, der eine Block geht mir natürlich ab, den ich drüben fälschlicherweise hingesetzt habe. So, okay. Zack. Schön. Passt. Sitzt, wackelt und hat Luft. Fehlen nur noch die Schrägspitzen und ansonsten ist das Ding hier soweit fertiggestellt. So, von den Schrägspitzen können wir uns aber eigentlich so ziemlich alle herstellen. Alles, was geht. Okay, 8 Stück leider nur. Ui, das ist nicht viel. Aber ich habe auch keinen Beton mehr. Ich müsste hier wieder ein paar kleine Steine organisieren. Nee, da brauche ich nicht rüberspringen. Das kann ich vergessen. Aber ich bringe mal eben mein Minibike in Sicherheit. Denn das kann ich ja auch jetzt hier parken. So, perfekt. Tür zu. Darf keiner reinkommen. So, hier machen wir mal eben zumindest den oberen Bereich dicht, sodass ich gerade noch durchgehen kann. Da könnte ich den Block eigentlich auch noch setzen, oder? Ja, geht. Perfekt. Dann müssen wir da noch nur noch die 2 Blöcke hinstellen. So, wie komme ich jetzt am leichtesten zu kleinen Steinen? Indem ich wahrscheinlich Stein abbaue, aber das ist die Frage, wo wir das machen. Hier drinnen müsste ich sowieso noch ein bisschen umreißen, oder? Dann könnten wir eigentlich hier gleich mal die Steinvorräte ein wenig auffüllen. Zumindest nur ein bisschen. Sehr schön, da bekommen wir jetzt auch ordentlich Steine durch den neuesten Bergarbeiter-Meister-Skill. Bekommen wir jetzt mit einem Schlag schon 47 kleine Steine raus. Das ist ordentlich. Damit lässt sich was anfangen. Ich habe nur Angst, dass mir hier der Chemietisch und auch die restlichen Dinge runterkrachen, wenn ich den Block entferne. Von daher muss ich da äußerst vorsichtig sein. Vor allem bei der Schmiede, denn da sind ja so viele Erze mittlerweile eingeschmolzen. Das wäre ewig schade drum, wenn die hier verloren gehen würden durch so eine Aktion. Daher graben wir mal lieber in dem Bereich, wo nichts passieren kann. Ui, schon wieder 2000 Stück gesammelt, sehr schön. Zement fehlt. Aber Zement hatte ich doch noch hier drinnen. Na, wer sagt's denn? 1000 Einheiten Beton werden schon wieder gecraftet. Gut. Da haben wir das noch.
Machen wir das gleich noch weg. Und den Block noch. Habe ich Holzrahmen dabei? Wahrscheinlich nicht. Doch, habe ich schon. Können wir das auch gleich wieder ein bisschen aufhübschen, nämlich. Ups, das war falsch. Da muss ich den Block noch rausreißen. Genauso wie hier. Gut, okay. Zack, zack, zack. Hui. Holzvorräte sind schon wieder erschöpft anscheinend. Gut, dann klauen wir uns mal eben das Holz hier. Und den Block reißen wir jetzt auch noch gleich raus. Schön. Langsam aber sicher wird es hier was mit der Innengestaltung. Schaut auf alle Fälle schon mal besser aus als ganz zu Beginn. So, wie schaut es eigentlich hier draußen aus? Muss ich hier noch was reparieren? Hier schon mal nicht. Hier sind die Blöcke eigentlich auch soweit aufgewertet bis nach oben. Okay, hier noch nicht. Gut, aber das soll jetzt erstmal nicht das große Problem darstellen. Die Kisten hier, hui, sind auch noch rappelvoll. Die muss ich dann zwischenzeitlich mal leerräumen. Ah, das eine sind Piers und das andere sind Peas. Ein kleiner, aber feiner Unterschied. Obwohl die Dosen hier fast identisch ausschauen. Auch cool. So, das ist leer, das ist auch leer und das ist nicht leer. Gut, dann räume ich das mal nachher letztendlich in die Kisten. Und ich sag mal wieder vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Folge von 7 Days to Die. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao.